So, willkommen mal wieder zu einem kleinen Review. Es ist schon etwas her, aber ich bin natürlich nicht untätig und sitze zu Hause rum und gucke Fernsehen. Bei mir ist der Fernseher eigentlich immer aus. Meine PlayStation steht auch immer noch seit über einem Jahr original verpackt in der Ecke und gammelt vor sich hin. Meine PlayStation 4, die ich mir damals geholt habe wegen WWE SmackDown vs. Raw, das heißt ja gar nicht mehr so, das heißt jetzt WWE 2K und das offizielle Jahr dahinter. Aber ich war mal wieder im Kino und da gab es einen besonderen Film, nämlich Glass oder wie auch immer, auf jeden Fall stand da ein Mann im Vordergrund, der Mr. Glass. Und ihr kennt vielleicht die zwei Filme, die davor natürlich gedreht wurden, die davor spielen, Unbreakable mit Bruce Willis. Der war der erste Teil sozusagen von dieser Trilogie, wenn man das so nennen möchte, wo es um einen Mann ging, der ein Zugunglück überlebt hat, ohne dass ihm irgendwas passiert ist. Alle Leute sind gestorben und er hat als einziger überlebt. Ihm ist dann klar geworden, er hat keine Schramme, keine Macken, er hat überhaupt nichts gehabt, kein blaues Fleck. Er war in seinem Leben noch nie krank, hatte noch nie Schnupfen, Husten, irgendwas. Also perfekt, so will man den arbeitenden Deutschen natürlich haben. Aber Bruce Willis damals im Film Unbreakable, der ist zwar schon so ewig alt, trotzdem habe ich den erst vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen gehabt, als er dann im Fernsehen lief. Da war ich nämlich zu Besuch bei meiner Frau Mutter. Da war der Film drauf, den haben wir dann zusammen geguckt. Die geht ja immer ab bei Actionfilmen und so, deswegen wollte die auch in den Film Glass gehen. Erster Teil geguckt, auf jeden Fall richtig genial. So eine Art Superheldenfilm mit dem Unbreakable-Mann, nenne ich ihn mal, mit seinem schwarzen Regencape, was er da immer anhatte, weil er ja als Schwäche natürlich Wasser hat, weil jeder edle Ritter hat irgendwo eine Schwäche. Beim Unbreakable-Mann war es natürlich die Schwäche Wasser, denn er war damals, wäre fast ertrunken, war im Prinzip schon ertrunken, war tot, ist dann wieder eigentlich zu sich gekommen und plötzlich war er unbesiegbar, unsterblich, also ganz normale Dinge, wie es ja auch passiert überall. Und dann gab es später mal den Film Split. Und Split, da war ich richtig gehypt, da wollte ich auch ins Kino, bin damals ins Kino rein, bin dann am Ende rausgegangen, hab gedacht, naja, okay, also den Film habe ich mir eigentlich komplett anders vorgestellt. Ich fand das natürlich cool von den Darstellern vom Split-Man, wie der einfach diese 23 Persönlichkeiten in sich vereint hat, wie die immer abwechselnder rausgekommen sind oder auch vom Hattrick. Ich habe ein Fenster in meinem Zimmer und keine Ahnung, das ist irgendwie so, das war irgendwie toll. Ich fand die Ausstrahlung von diesem Charakter, von diesem ganzen Schauspieler, fand ich richtig genial, hat mich überzeugt, fand ich toll. Die Handlung hingegen fand ich irgendwie dann nicht so krass. Da habe ich mir was ganz anderes vorgestellt, aber ja, da muss man einfach mitgehen, man muss einfach von dem Schauspiel leben. Im Endeffekt ist er ja dann auch geflohen am Ende, hat dann den Käfig verbogen, hat die Bestie in sich hervorgerufen und alles, ist abgehauen und saß dann zum Schluss in diesem Lokal, wo in den Nachrichten da berichtet wurde, dass es schon mal einen Vorfall gab von irgendwas und es erinnert alles an die Ereignisse im Prinzip von Unbreakable irgendwie in der Richtung, wo dann da Bruce Willis zu sehen war und alle schon gedacht haben, was, das ist ja voll das Schlüsselereignis, was hat das denn damit zu tun und überhaupt. Und dann kam der dritte Teil sozusagen jetzt eben Glass mit dem Glassman, ne? Gespielt von Samuel Jackson, der da sitzt in seinem Rollstuhl und vor sich hin sabbert wie so ein Lappen. Und ja, der wollte damals ja schon bei Unbreakable im Prinzip, dass er wollte einen Superhelden erschaffen, er wollte einen Superhelden erfinden. Er hat, wie sich herausgestellt hat, er war derjenige, der den Zug hat entgleisen lassen, der da die Explosion in einem Gebäude verursacht hat, der viele Menschen geopfert hat und viele Leben gekostet hat. Einfach nur auf der Suche nach einem wahren Superhelden ist deswegen dann in diese Anstalt gekommen, wo der Film auch die meiste Zeit jetzt spielt, Glass. Denn der Split-Mann wurde dann erstmal vom Unbreakable-Mann gejagt, denn der hat wieder mal Frauen entführt und bei sich eingesperrt und penetriert. Und da kam der Unbreakable-Mann mit seinem Regencape, wollte den unschädlich machen,
Aber dann kam natürlich die komische Frau mit ihrem Blendlicht und dann haben die alle mitgenommen und rein in die Psychiatrie gepfropft sozusagen, Untersuchungen gemacht, alle festgehalten und ja, nun waren sie alle drei vereint. In dem einen Raum war der Unbreakable Man, im nächsten Raum war der Split Man, im nächsten Raum war der Glass Man und sie dachten, die haben wir alle weggesperrt hier, das passt so, da gucken wir mal, wer ist denn wer, was ist wo und die wollte denen auch immer ausreden, dass die Superhelden sind. Die hat immer gesagt, ihr seid keine Superhelden, das ist alles natürlich und erklärbar. Die wollte denen diese Vorstellung halt so nehmen, dass das ja gar nicht so ist. Und natürlich hat sich der Glassman mit dem Splitman verbündet, weil der den aufhetzen wollte und wollte einen riesen Showdown erzeugen, dass der Unbreakable Man und der Splitman irgendwo bei der Eröffnung von einem riesen Gebäude gegeneinander kämpfen und die ganze Welt zuschaut und sieht, zu was die imstande sind, zu was die in der Lage sind, was bei denen so abgeht, dass sie eben nicht normal sind, dass es keine normalen Menschen sind, dass sie übernatürliche Kräfte haben und alles. Es kam gar nicht zu diesem Showdown, weil alles sich dann dort abgespielt hat. Man dachte, okay, das ist jetzt alles vereitelt worden. Der Plan, den der Glassman hatte, das ist nicht so zustande gekommen. Der hat versagt. Ich kann auch gleich natürlich wieder richtig krass spoilern, weil der ist ja dann gestorben. Und der Splitman, der ist ja auch gestorben. Und der Unbreakable Man, der ist ja unsterblich und der ist halt auch gestorben. Und so waren alle tot und der Film war dann irgendwann aus und man dachte, okay, sie sind alle tot, muss das denn sein? Und ich habe gesagt, ja, das muss sein, weil genau das Ende, das ist genau wieder so ein Ding gewesen. Du guckst den ganzen Film und denkst, eigentlich habe ich das jetzt wieder auch anders gedacht und ich dachte, die Handlung ist so oder so oder wer weiß, was die da machen. Aber der Film hat wieder mal davon gelebt, von den Schauspielern, von den schauspielerischen Leistungen, dass ihr in dieses psychologische Profil da reinguckt, euch mit den Leuten ein bisschen auseinandersetzt, identifiziert, dieses ganze Gemähre da in euch einverleibt und dann kommt das Ende und obwohl der Film schon aus ist, ist nachträglich das Ende das, was euch eigentlich erstmal das Herz aus der Hose schüttelt, wo ihr dort sitzt, euch an den Kopf greift und sagt, oh mein Gott, ist das genial und richtig brutal, richtig episch. Und ihr seht, dass der Glassman wirklich Superkräfte hat, denn er ist wirklich der schlauste Mensch im Universum gewesen und hat es wieder geschafft, dass sein Plan aufging. Nicht nur, dass er damals die ganze Scheiße abgezogen hat und den Unbreakable Man gezeugt hat dadurch, also hervorgebracht hat, und dass er auch auf den Splitman aufmerksam geworden ist. Er hat die beiden wirklich zu seinem Vorteil genutzt, der Welt klarzumachen und darzustellen, dass es Superhelden gibt, dass es Menschen gibt mit Superkräften, dass wir nicht alleine im Universum sind. Und das wollte eben diese Frau von der Psychiatrie um alles vermeiden. Und sie dachte, sie hat es vermieden, weil sie ihre Spezialtruppe mit den Tattoos am Arm geholt hat. Und die haben den Unbreakable Man ersoffen und den Splitman erschossen. Und den alten Mann, den haben sie einfach in den Wanst gebocht. Und dann hat er da gehangen. Der hat ja eh Glasknochen gehabt und ist da gestorben. Und das war's. Was sie aber nicht wusste, dass das alles vom Glass so ins Leben gerufen wurde, inszeniert wurde. Der hat da extra rumgehampelt, hat die Spur auf sich gelenkt, ist extra durch den Durchgang, ist extra an allen Kameras vorbei, hat alles vernetzt und alles, was sich dann dort bei der Psychiatrie noch abgespielt hat. Ich dachte die ganze Zeit, sie muss diesen großen Showdown vereideln, damit keiner was mitkriegt. Aber alles, was sich dann dort abgespielt hat bei der Psychiatrie, wurde alles aufgezeichnet und wurde, nachdem alle gestorben waren und aus der Welt getreten, einfach online gestellt, verbreitet in ein Netzwerk. Es wurde überall im Fernsehen gespielt. Jeder PC, jeder Laptop, jedes Handy, jedes mobile Gerät. Überall kam der Bericht dann drauf. Die Aufnahmen wurden gezeigt. Und das war ein richtig krasses Ende, denn die Dame hatte versagt, dieses Institut hatte versagt, der Glassman hat gewonnen, er hat sein Leben dafür geopfert, er hat das Leben der anderen beiden dafür geopfert, aber er hat einfach seine Überzeugung, er hat der Welt ein Denkmal gesetzt sozusagen, er hat allen die Augen geöffnet und das in so einem Umfang dann, wie das rüberkam, was nur sinnvoll war, dass sie alle tot waren, sonst wäre das auch gar nicht dann so dramatisch gewesen, wenn die nämlich noch da gesessen hätten alle zusammen und dann hätten die sich die Aufnahmen zusammen angeguckt.
das hätte nicht so geflasht, wie wenn alle traurig sind und alle sitzen da, trauern und sagen, oh mein Gott, und die sind alle gestorben und ah, wir sind alle voll traurig und plötzlich, boom, gehen die Fernseher überall an und die Nachrichten werden gesendet und plötzlich taucht das aus dem Nichts auf und die Frau von dem Glassman war da und die, sagen wir mal, Freundin von dem Splitman war da und der Sohn von dem Unbreakable Man waren da und die haben alle drei zusammengesessen, haben das erlebt, wie das veröffentlicht wurde, waren selbst ergriffen, schockiert, gespannt, haben sich dann alle an die Hand genommen. Das war so ein richtig genialer Gänsehautmoment für den Moment, wo ich sagte, gut, der Film hat mich am Ende doch überrascht, hat mich erreicht und ich würde mir den auch nochmal angucken, eben durch die genialen Darstellungen und solches psychopathisches oder gestörtes Zeug. Finde ich sowieso immer sehr toll, gerade wenn was mit Schizophrenie zu tun hat oder anderen Dingen. Die Gedanken der Leute, diese Sachen, die sich da aufbauen, diese multiplen Persönlichkeiten, finde ich immer sehr interessant und das hat er Splitman so genial rübergebracht, so richtig gut. Das war zum Teil sehr beängstigend, aber auch spannend, aber auch humoristisch dargeboten. Und ja, wer also was sucht und nicht auf plumpe Action nur steht oder auf banale humoristische Witze, die einfach unter die Gürtellinie gehen, sondern wirklich was, wo man um 10 Ecken denken muss und wo man ein bisschen mehr Spannung braucht und reinkommt und sich dann überraschen lassen möchte und ein richtig gutes Erlebnis mit einem Wow-Effekt sucht, der ist bei Glass. Das erinnert mich immer an Glas, ey, ist da, wo sich der eine Typ dieses Gurkenglas in den Arsch schiebt und dann zerspringt das und dann blutet sein ganzer After. Aber das waren Videos aus meiner Kindheit, die im Internet rumgegangen sind, was jeder wahrscheinlich mal gesehen hat. Aber auf jeden Fall Glas, also für die Leute, boah, die mal was Besonderes sehen wollen, können sich das angucken. Da bin ich gespannt. Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr den Film gesehen? Glass? Habt ihr den gesehen? Habt ihr Split gesehen? Habt ihr habt ihr Unbreakable gesehen? Schreibt's mal rein. Und welchen von den drei Filmen fandet ihr am besten? Und findet ihr, das ist ein würdiger Abschluss gewesen für diese Trilogie? Ich bin auf jeden Fall begeistert vom Ende schon alleine, genauso wie vom Ende von Split, ich auch diesen Wow-Effekt hatte und oh, deswegen schade, ein vierter Teil wird wahrscheinlich nicht kommen, das hat ein Denkmal gesetzt, besorgt euch die drei Teile, guckt die nochmal alle am Stück, seid begeistert und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Ramses Review und bis dahin sage ich schön im Hirn bleiben und Peace out, Vorhaut, euer Ramses.